Servus, ich bin's, euer Stefan. Heute geht's um die St. Koloman-Kapelle, vor der ich hier sitze. Koloman war ein irischer Wandermönch, der auf der Reise war ins Heilige Land. Auf der Rückkehr trug er eine orientalische Kleidung und er fiel natürlich auch auf durch seine fremde Sprache. In Österreich wurde er deswegen auf der Rückreise gefangen genommen und in Stockerau im Jahre 1012 erhängt. Sehr rasch traten daraufhin Wunder an seinem Grab und auch bezüglich seines Leichnams auf und er wurde deswegen sehr bald als Heiliger verehrt. Dies förderten dann auch die österreichischen Herzöge gezielt und ernannten ihn zum Schutzpatron Österreichs. Diese Funktion hatte er von 1244 bis 1663 inne. Der Gedenktag Kolomans ist der 13. Oktober. Er ist der Schutzpatron der Verurteilten durch den Strang, der Reisenden und des Viehs. Für die Ursprünge der Kapelle gibt es unterschiedliche Erläuterungen. Manche gehen davon aus, dass der Wandermönch hier durch den Ortenburger Raum hindurchgezogen sein soll. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Viel eher ist das Schutzpatrozinium des Heiligen der eigentliche Hinweis, und zwar nach Österreich. Darüber auch seine Funktion. Er ist ja schließlich für die Reisenden und für das Vieh zuständig. Direkt an der Kapelle vorbei führt nämlich die Ochsenstraße, ein Handelsweg, auf dem Vieh getrieben wurde. Dieses Vieh kam aus Ungarn über Österreich hierher nach Süddeutschland. Die Kapelle wird im 16. Jahrhundert das erste Mal urkundlich erwähnt, allerdings bereits als Gotteshaus. Das heißt, es war eine Kirche, nicht die heutige Kapelle. Die Kirche war somit deutlich größer. Die Ursprünge der Kirche gehen aber viel, viel weiter zurück. Der Ortsname heißt ja auch in der Zell. Die Kapelle wird auch immer bezeichnet als St. Koloman in der Zell. Das Zell weist auf eine mönchische Einzelsiedlung hin. Also hier war ein oder mehrere Mönche angesiedelt und man nimmt an, dass sie hier waren, um den Gottesdienst in dieser Kapelle zu feiern. Die heutige Form der Kapelle entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dabei wurde wahrscheinlich das Gotteshaus abgetragen und die heute sehr kleine Kapelle errichtet. Tatsächlich war St. Koloman Teil der Grafschaft Ortenburg. Sie blieb in etwa bis ins 16. Jahrhundert, das heißt bis zum Reformationskonflikt, Teil der Grafschaft. Aber nicht nur St. Koloman, sondern auch der benachbarte Zellnerhof. Auch dieser war Teil der Grafschaft. Aufgrund der Reformationswirren und des Konfliktes Graf Joachims mit Herzog Albrecht V. und seinen Söhnen wurde letztendlich St. Koloman, aber auch die Ortschaften Holzkirchen oder auch Tiersbach gewaltsam der Grafschaft genommen. Man wollte die Grafschaft und die gräfliche Familie finanziell schädigen. Deswegen nahm man ihr die Ochsenstraße weg und nahm man auch die in Affham liegende Mautstation der Grafschaft weg. Somit kam es zu einem großen Einnahmeverlust der gräflichen Familie. Die Grafen wollten allerdings auch später wieder auf die Kirche, aber auch auf diese Rechte zurückgreifen. Graf Georg Philipp versuchte nach 1684, sich wieder als Schutzpatron der Koloman-Kapelle einsetzen zu lassen. Allerdings versuchte er dies vergeblich. Die Kapelle und Steinkirchen hängen seit Jahrhunderten zusammen. St. Koloman war ursprünglich eine Filialkirche von Steinkirchen, was in diese Richtung liegt. Sie war damit auch Teil des ursprünglichen Pfarrsprengels von St. Laurentius. Diese Bindung wurde allerdings in der Reformationszeit aufgetrennt. Das heißt, sie wurde aus der mittlerweile evangelischen Pfarrei ausgepfarrt, nachdem sie ja katholisch bleiben sollte, und wurde zunächst nach Holzkirchen ausgepfarrt, ehe sie in ihre heutige Rheindinger Pfarre eingepfarrt wurde. Darüber hinaus gibt es noch einen zweiten Bezug zu Steinkirchen, und zwar im Sinne der Sichtachse. St. Koloman sieht die umliegenden Kirchen Samarei, Rheinding, Reisbach als auch Steinkirchen. Steinkirchen selbst ist leider heute verdeckt durch ein benachbartes Haus. Es liegt aber direkt dahinter.
Darüber hinaus gibt es mit dieser Sichtachse noch einen zweiten Bezug nach Steinkirchen selbst. Denn es war nicht nur die Sichtachse zur Kirche, sondern auch zu etwas, was darüber lag. Und zwar die Richtstätte der Grafschaft Ortenburg, das Hochgericht. Dort stand der ursprüngliche Galgen der Grafschaft. Das kann kein Zufall sein, denn schließlich hier ist der Schutzpatron der Verurteilten durch den Strang, also für alle, die auf dem Galgen sterben. Und in diese Richtung konnte man tatsächlich auf den Ortenburger Galgen schauen. Die Kapelle hatte letztendlich zwei Einnahmequellen. Einerseits eine Wallfahrt, wie es viele Kirchen hatten. Darüber hinaus allerdings noch etwas ganz Besonderes, und zwar die Kolomanikirta. Also eine Kirchweih, die ganz speziell für diese Kirche war und als Einnahme diente. Die Kirchweih fand jeden dritten Sonntag nach Ostern statt und war abgestimmt auf die Ankunft der ersten Ochsenviehtriebe aus Ungarn. Das Fest dauerte letztendlich 3 Tage. Zur Kirta gibt es auch 2 Augenzeugenberichte, und zwar von 2 Pfarrern. Einerseits von Josef Pammler, einem katholischen Priester, und andererseits von Johann Wiesinger, einem evangelischen Pfarrer. Beide berichten, dass es ein äußerst großes Fest war. Es war scheinbar das größte Fest des Umlandes. Es kam Besuch aus dem ganzen Rottal, aus dem ganzen Filztal und aus dem ganzen Holzland. Aber es scheint auch ein gewisser Sündenfuhl gewesen zu sein. Denn beide beschweren sich, dass das Fest nicht nur bekannt war für das Bier, den Met, die Würste und die historischen Standbuden, sondern auch beispielsweise für die Raufereien mit den örtlichen Mönchen. Gerade Johann Wiesinger stellte die Frage auf, ob das Besprengen mit Weihwasser während des Anfangsgottesdienst die folgenden 3-tägigen Sünden überhaupt legitimierte. Man merkt also, beide Pfarrer waren durchaus abschätzig gegenüber diesem Fest. Denn hier konnte man feiern, ohne dass der Staat überhaupt wirklich zusah. Man war abseits von der Polizei, man war abseits von den großen Ortschaften und die örtliche Bevölkerung und auch der ganzen Region, diese Bevölkerung, scheint das ausgenutzt zu haben. Soviel zum heutigen Thema der St. Koloman-Kapelle und der benachbarten Ochsenstraße. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal.